Alpay 2-0 noch gedreht heute. Riesenspiel gewesen am Schluss, oder? Oh ja, also wir sind über den Kampf gekommen. Hat man dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch gesehen, wie der Trainer es schon gesagt hat. In der ersten Halbzeit lief es halt irgendwie nicht so. Und dann in der zweiten Halbzeit drehen wir das Spiel noch überragend. Gute Moral in der Mannschaft. Und so kann es dann weitergehen. Du hast mit 2 Toren zu diesem Sieg beigetragen. Kannst du sagen, wie du es gemacht hast, vor allem das letzte Tor? Es war ein bisschen schwierig. Also ich war die ersten 4 Spiele jetzt verletzt. War das erste Spiel auch 90 Minuten für mich. War sehr, sehr anstrengend. Im zweiten bekommen den Ball super rübergelegt, versucht noch zu drehen, wollte rüberspielen, niemanden gesehen und dann draufgehalten. Und dann geht der Ball rein. Ja, wie hast du das Spiel sonst wahrgenommen? Mir kam es teilweise wie ein relativ hartes Derby vor. Wie hast du es gesehen? Auf jeden Fall. Also da ging es wirklich Knochen auf Knochen. Die Jungs haben nicht nachgelassen von DJK Ost. Also die waren kämpferisch in der ersten Halbzeit super überlegen, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Die wollten unbedingt den Sieg. Am Ende haben sie nachgelassen, dann kamen wir ein bisschen mehr ins Spiel. Auch gerade über die 2 Kämpfe mehr gewonnen. Der Schiedsrichter hat vieles laufen lassen, was ich auch gut fand. Weil in der heutigen Zeit, die Schiris, die pfeifen oft. Also da gehst du auf den Ball und der Schiri pfeift wegen gefährliches Spiel. Aber heute lief es halt, wie sie gesagt haben, über den Kampf, fast wie ein Derby. Der Schiedsrichter war heute irgendwie auch ein Spektakel, habe ich den Eindruck. Oh ja, also das war, habe ich auch selbst noch nie erlebt. Also war auch erstmal jetzt hier auf dem DJK Ost, erstmal mit dem Schiedsrichter. Und ist wie gesagt eine Nummer für sich. Also kann man nicht viel dazu sagen, aber muss man gesehen haben. Bei euch in der Mannschaft gab es ja einen kleinen Umbruch. Der Ex-Trainer Tim Konrad, der hat aufgehört, berufsbedingt, umzugsbedingt. Jetzt hat Patrick Armbruster und Yannick Gräber das übernommen. Erstmal provisorisch. Ja, kannst du mehr dazu aus deiner Sicht dazu sagen als Spieler? Also ich finde es natürlich schade, dass der Tim gegangen ist. War ein sehr guter Freund auch in der Mannschaft. Man hat sich persönlich auch sehr, sehr viel gut verstanden, auch in der Mannschaft unter sich. Finde es schade, aber er musste den Weg gehen. Bin auch zuversichtlich mit den neuen Trainern. Auch wenn Spielertrainer sind, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, als Mannschaft stehen wir so gut zusammen, dass wir das auch schaffen. Und wie gut klappt jetzt die Zusammenarbeit mit den frisch gebackenen Spielertrainern? Gut. Also ist am Anfang, also ich glaube, es ist auch für sie ein bisschen schwierig, da jetzt, sage ich mal, ein bisschen Autorität. Klar, wenn man aus den Spielern selbst kommt, dann als Trainer zu agieren, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Aber es klappt, wir versuchen unser Bestes. Und wie gesagt, ich bin einfach nur zuversichtlich für die Zukunft. Wie geht es jetzt für euch weiter? Vor allem, was habt ihr euch noch vorgenommen? Auf jeden Fall jetzt die Woche hart trainieren. Ich weiß gar nicht, wer nächste Woche kommt, aber wollen auf jeden Fall noch oben mitspielen. Ich weiß, die Saison hat nicht so gut angefangen, aber wir wollen als Mannschaft auf jeden Fall oben mitspielen, wollen zeigen, dass wir aus der C-Klasse kommen, haben wir den Aufstieg geschenkt bekommen und dass wir es auch einfach packen, dass wir geile Kicker sind, ein geiler Verein und da oben auch mitmischen können. Alpay, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.